Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein kleines, aber feines Schminki für dich, denn ich bin gerade dabei, ein Fullface MAC zu schminken, habe aber keine Lidschattenpalette von der Marke und deswegen verwende ich zwischendrin einfach mal die Lethal Cosmetics Velvet Dusk Pressed Powder Palette. Und das mache ich jetzt in einem separaten Video mit euch zusammen, also wenn ihr Bock drauf habt, mit mir zusammen einen Look damit zu schminken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Palette kostet 49 Euro auf der Homepage bzw. auch auf Douglas, kann man die auch bestellen. Ich packe euch mal einen Link dazu unten in die Infobox rein. Ist ein Affiliate-Link, ihr bezahlt dadurch nichts mehr, ich bekomme dadurch nur eine kleine Provision. Ich bin ja durch die Palette von Jolina mit Lethal Cosmetics auf die Marke gekommen und habe die After Dark Palette, genau, und jetzt hier auch die Velvet Dusk und die ist von außen jetzt nicht so besonders, sage ich mal, ne? Du kannst ja auf der Homepage die Paletten immer selber zusammenstellen und ja, jetzt habe ich hier einmal die Palette, die sieht so geil aus, vor allem dieser Limettenton, ne? Oh, hat mich umgehauen und deswegen muss die Palette einfach mal sein. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist meine Ärmel hochzukrempeln und mit euch zusammen die Töne zu swatchen. Wir haben hier sowohl matte als auch schimmernde Töne und ich würde sagen, dass ich erst die matten Töne swatche und dann die schimmernden Töne. Die Namen der Farben befinden sich auf der Umverpackung, die habe ich bei der anderen Palette leider weggeschmissen. Genau, die stehen da schön drauf, das finde ich für mich persönlich, um euch zu sagen, welche Farbe ich verwende, sehr gut. Man kann die nämlich auch einzeln nachkaufen auf der Homepage, wenn man sich halt eine Palette selbst zusammenstellt. Ich persönlich stehe mehr darauf, auch im Interesse von euch, sage ich mal, weil ich sie dann hier halt besser reviewen kann, mir die schon vorzusammengestellten Paletten zu bestellen. Positiv finde ich auch, don't be afraid to color outside the lines. Also hier steht unter dem Spiegel immer irgendwas Schönes drin. Also das ist total schön. Du sollst quasi keine Angst davor haben, über den Linien zu malen, sage ich mal. Das kannst du natürlich auf deinen Look beziehen, aber du kannst es auch auf dein Leben beziehen. Und jetzt watch ich mal. So, hier haben wir als erstes, super, super Qualität übrigens immer, ne? So ein Olivton, dann haben wir daneben einen ganz dunklen Blauton, fast schon blau-lila, würde ich sagen. Dann haben wir hier einen klassischen, ja, Schokobraunton. Der Ton, der danach kommt, das ist so ein Petrol, ist auch hammermäßig cool. Also das ist auch nicht so allerweltsmäßig. Sieht recht dunkel tatsächlich jetzt schon aus, ne? Dann swatchen wir die hier einfach mal. Also, ne, Überpigmentierung muss man bei Lethal Cosmetics, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Es ist der Hammer. Die haben so eine tolle Qualität und die sitzen ja in Berlin. Das finde ich auch schön, weil es ist ja fast ja schon regional, wenn man das kauft, sage ich mal. Ne? Dann hat die Farbe oder hat die Palette, hat die Ware nicht den längsten Weg hinter sich. Ich mache meine Finger an meinem Handtuch mal eben sauber. Jedenfalls habe ich es versucht. Ich habe immer noch einen Stain da drauf. Das ist der Moment, wo ich mir dann leider Abschminktücher nehmen muss. Als nächsten matten Ton haben wir hier so einen Senf-Ockerton, würde ich mal so dazu sagen. Einen richtig schönen hellen Pflaumeton und ein ganz dunkles Aubergine-rötliches Braun. Und das hier sind die drei matten Finger-Swatches. Und auch auf dem Arm machen die sich echt wunderbar. Man sieht allein schon von der Länge des Swatches ja und von der Regelmäßigkeit des Swatches, wie heftig die Pigmentierung einfach ist. Einen hellen matten Ton haben wir somit nicht mit dabei. Das heißt, wenn man sich die Lider setten möchte, bevor man Lidschatten aufträgt, kann man das einfach mit dem Puder machen, was man ja sowieso schon zum Gesicht abpudern genommen hat. Dann swatchen wir jetzt mal die Schimmertöne. Das sind auch 5 Stück, genau. Und hier gehen wir dann einmal in diesen ganz, ganz hellen rein. Ich gehe vorsichtig rein, weil die sehr buttrig sind, aber ne, man muss halt aufpassen. Das ist halt so ein schöner Ton für Inner Corner, so ein schönes Champagner für die Augenbraue. Daneben haben wir so eine Art duochromatischen Ton, jedenfalls wirkt der Empfindchen so. Ja, der ist so kupferfarben, würde ich sagen. In der zweiten Reihe haben wir ein richtig dunkles Lila, auch wundervoll, was auch irgendwie so einen Schwarzanteil mit drin zu haben scheint. Und die anderen beiden mache ich dann separat. Genau, so schauen die aus. Bei dem sieht man richtig, ne, das scheint so ein duochromatischer Ton zu sein, denn auf dem Finger wirkt der sehr, sehr hell. Im Fännchen wirkt der nicht so hell wie auf dem Finger. Hammer, hammer schön. Und auch das, ich
setze an, ziehe runter und habe halt richtig, richtig krass Farbe. Ich muss mal ein bisschen drüber pusten, weil dadurch, dass die halt so stark pigmentiert sind, krümeln die natürlich ein bisschen mehr. Genau. Hier unten haben wir dann so ein helles Braun, würde ich mal sagen. Ja, ist das ein helles Braun? Hat auch so Goldschimmeranteile. Und dann gehe ich in den Ton, den ich einfach als Kaufkriterium für mich für diese Palette genommen habe. Dieser grün-Limette, geile Ton, worüber ich mich hammermäßig freue, dass ich ihn jetzt auch in meiner Sammlung habe, weil der so geil aussieht. Das ist also fantastische Farben, wunderschön und da hat man doch richtig Bock drauf, die dann auch zu verwenden. Deswegen, oh, so eine Qualität. Krass, oder? Es ist einfach heftig, was mittlerweile die Make-up-Industrie ermöglicht, was man überhaupt an einer Farbgeschichte bekommt, finde ich. Das ist echt so hammermäßig. Also habe ich jetzt richtig Bock drauf. Los geht's. Also die matten Töne, die sind sehr, sehr, sehr... Oh, die klammern sich richtig an meinen Arm. Bedingt durch Hormone, Wetter, Stress und allen Rampampam habe ich aktuell echt furchtbare Augen. Also meine Augenlider sind leicht geschwollen, sie sind sehr schuppig und sehr trocken, aber ich denke, dass die Lidschatten trotzdem sehr gut darauf performen werden. Starten wir einfach mal mit einem Blendepinsel. Das ist der Mini Crease Long von Luvia in Kooperation mit Louisa Creschen. Ich liebe diesen Pinsel. Und da gehe ich in diesen Ockerton rein. Und der nennt sich Esteem. Den setze ich mir so leicht nach außen und verblende ihn ein wenig in meiner Lidfalte. Und da ich leichte Schlupflider habe, verblende ich ihn auch gerne etwas höher. Das ist jetzt wirklich nur einmal reindippen, abklopfen und verblenden, was ich hier auf dem Auge habe. Und da macht er sich schon mal ganz gut. Natürlich leicht fleckig durch den schwierigen Untergrund, den er nun mal gerade zu bewältigen hat. Aber das finde ich schon mal nice. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich heute einen eher waldigen Look schminke. Also quasi dieses Ocker mit Braun und Grün. Ich glaube, da habe ich ziemlich Bock drauf. Deswegen setze ich mir jetzt zur Verdunklung meiner Lidfalte dieses helle Braun einfach hinein mit einem festgebundenen Blendepinsel. Das ist der Petit Eye Blender von Zoeva, die Nummer 223. Schaut so aus. Der Ton heißt Hollow. Ich bin zweimal reingedippt, klopfe ab und auch den setze ich mir zunächst hier außen hin und blende ihn dann vorsichtig an meinem Knochen entlang, denn das ist nun meine Lidfalte. Jedenfalls nenne ich es jetzt einfach mal so. Die lässt sich schön ineinander verblenden. Das ist ganz, ganz, ganz klasse, muss ich wirklich sagen. Das macht ein schönes... Eine Tiefe gibt das noch, ne? Mit meinem Blendepinsel blende ich die Farben dann nochmal etwas intensiver ineinander, weil der Pinsel von Zoeva halt sehr, sehr fest gebunden ist. Der ist mehr dafür geeignet, die Farbe aufs Lid zu bringen und weniger die Töne dann so richtig smooth zu verblenden. Das funktioniert einigermaßen, ne? Aber nicht hundertprozentig. Wenn man das nur mit diesem anderen Pinsel von Zoeva macht, dann nehme ich mir lieber einfach nochmal einen Blendepinsel dazu. Dafür nehme ich mir dann immer wieder abwechselnd diesen Beige-Ton auch mal auf und den Ockerton, um dann halt auch wirklich die gewünschte Intensität zu erreichen, weil vor allem, wenn man Schlupflider hat, muss man oder sollte man zusehen, dass man das hier oben an der Seite ein bisschen dunkler hat, um da eine Tiefe zu schaffen und dadurch irgendwie optisch, frag mich nicht, zu erreichen, dass die ganze Geschichte irgendwie geliftet wird. Irgendwie so ist das. Ja, ich kann den Effekt nicht gut beschreiben, aber ich sehe auf jeden Fall, was er macht. Eigentlich mache ich jetzt genau das, was man nicht machen sollte. Man sollte normalerweise nicht die Farben auf die Augen bringen, die man als Augenfarbe hat. Meine Augenfarbe ist grün-braun und ich verwende jetzt tatsächlich auch nur grüne und braune Lidschattentöne. Als nächstes nehme ich mir so einen Smudger-Pinsel. Das ist von BH Cosmetics, die Nummer 6, aus einem Pinselset, was es, glaube ich, so nicht mehr gibt. Aber diese Smudger gibt es immer mal wieder. Und dann gehe ich in diesen grünen Olivton rein. Nennt sich Runaway und ich hoffe nicht, dass er zum Weglaufen ist. Ich bin jetzt vorsichtig reingedippt, habe jetzt nicht abgeklopft und den setze ich mir auf mein komplettes bewegliches Lid. Und weil wir ja bei dieser Schlupflidgeschichte sind, ziehe ich mir den auch noch ein bisschen höher, dass wenn ich die Augen halt offen habe, man halt dennoch den Ton sehen kann.
Also die Töne, die fließen in eins über. Das ist echt schön. Mag ich gerne. Das ist voll mein Vibe hier. Um zu sehen, bis wohin ich den Lidschatten ziehen muss, gucke ich relativ arrogant in den Spiegel rein. Also quasi so leicht nach unten und dann ganz minimal die Augenbrauen anspannen, aber nicht wirklich hochziehen, sodass ich hier sehe, hier ist meine Falte, da ist dieser Wulst. Und da muss ich noch ein bisschen Farbe draufhauen. Um die matten Töne schon mal abzuschließen, möchte ich jetzt auch was an meinen unteren Wimpernkranz gehen. Und wer hätte es gedacht, natürlich nehmen wir das Petrol. Das ist ja hier genau über meinem Lieblingston, den ich gleich eskalativ verwenden werde. Inertia oder Inertia heißt der. Oh Gott, der hat auch sehr, sehr viel Farbe. Der kommt an den unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich mir nochmal den festgebundenen Blendepinsel, den ich jetzt gerade an meinem Handtuch sauber mache. Und dann kann man damit so ein bisschen die Kanten verblenden, wenn man möchte. Genau, dann macht man das halt ein bisschen weicher. Genau, ich ziehe das dann auch so automatisch hier so ein bisschen mit hoch. Man sieht da nicht wirklich eine Kante dann dadurch, aber irgendwie schon, ich weiß nicht. Also das ist halt, dass ich genau auch diese Guideline habe, bis wohin man überhaupt gehen sollte. Jo. Das wären jetzt so die matten Farben und jetzt kommen wir zu der Kabam-Farbe. Dafür nehme ich aus dem Pinselset BH Cosmetics mit Marvin Magnificent diesen Pinsel. Das ist so ein Pigment-Auftragepinsel, so ein ganz klassischer Lidschattenpinsel. Natürlich gehe ich jetzt in dieses geile, helle Grün rein. Das nennt sich Cryptic oder Cryptic und das gebe ich mir auf mein bewegliches Lid über den Grünton, den ich ja schon aufgegeben habe. Man könnte jetzt natürlich den Pinsel auch anfeuchten. Ich werde es auch gleich machen, dass ich da nochmal mit dem Finger drüber gehen werde. Aber jetzt möchte ich erstmal so ein bisschen überall hinbringen, sage ich mal. Und das Pop of Color kommt dann gleich. Das ist mal wieder so ein Froschkönig-Look, ne? Schminke ich ja ab und zu mal, weil ich einfach diese Braun-Grün-Töne richtig gerne mag. Ich liebe es. Das ist jetzt auch nicht so ultra intensiv. Ich habe es auch mehr oder weniger nur so dezent und vorsichtig aufgetragen, weil ich jetzt keinen Fallout haben wollte. Man sieht auch, dass auf dem Pinsel noch recht viel drauf ist. Wenn ich jetzt mit dem Finger in den Ton reingehe und das nur ganz, ganz vorsichtig, ne, das dann nochmal so drauf presse, dann hat man halt in der Mitte nochmal viel intensiver diese Pop-of-Color-Geschichte. Voll geil. Ich liebe dieses Farbspiel einfach, ne? Ich sehe jetzt gerade, dass es ganz cool wäre, wenn ich hier außen an meinem Augenwinkel unten nochmal so ein bisschen dieses Braun aufgeben würde, um da noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Deswegen dippe ich da jetzt nochmal vorsichtig mit dem Point Brush rein und gebe das einfach über das Petrol on top. Einfach damit man noch ein bisschen mehr diese Verbindung von oben und unten dabei hat. Es muss auch nicht intensiv sein, es muss nur so ein ganz kleines bisschen von, ne? Dann hast du Effekt. Und dann mache ich mal wieder diesen wunderschönen Point Brush sauber. Denn natürlich möchte ich jetzt noch ein Inner Corner Highlight haben und ein Augenbrauen Highlight. Und dafür verwende ich diesen wunderschönen Champagnerton. Er nennt sich Limbo. Kriegt man Bock auf Limbo Dance? Wow. Der hat eine Strahlkraft. Schön, oder? Gut, der hat jetzt noch einen rosa Stich mit drin. Das heißt, da bin ich jetzt... Wäre schöner gewesen, wenn er wirklich schlicht Champagner wäre. Aber es geht klar. Und das ist dann der fertig geschminkte Lidschattenlook. Mir persönlich gefällt der richtig gut. Ich mag dieses Grün, ich mag dieses Braun. Ich mag es, wie die ganzen Farben miteinander harmonieren. Und ich finde, das ist so ein typischer Liebe Cosmetics. Hat mal wieder einen rausgehauen mit seiner Lidschattenpalette. Look. Ja, ich mag's. Ne? Ja, und jetzt mache ich mir noch den Rest vom Schützenfest drauf, denn mit Mascara ist eh alles immer ein bisschen schöner, ne? Ja, und so sieht dann der Look mit Mascara und mit Lippen aus. Mit Mascara und Lippen vor allem. Ja, so sieht es dann in komplett aus und man sieht halt einfach, ne, was für einen Unterschied es macht, wenn man eine Mascara auflegt. Vor allem, wenn man so eine Mascara nimmt, wie die, die ich jetzt gerade drauf habe, weil die halt auch nochmal so die Wimpern verdichtet hat und man jetzt nicht irgendwie noch einen Eyeliner oder sowas gebraucht hat. Also ich muss schon sagen, das ist ein außergewöhnlicher Look, aber ein richtig cooler. Also mir gefällt er definitiv.
Und jetzt nochmal aus einer ganz normalen Entfernung. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Vielleicht hast du diese Palette ja auch schon mal ausprobiert und kannst mir deine Look-Idee unten in die Kommentare reinschreiben. Oder vielleicht kennst du ja von Lethal Cosmetics ganz bestimmte Farben, die dich mega interessieren. Da kannst du mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was da so deine Lieblingsfarben sind. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!